Okay, ja. Ich hatte gesagt, ich mache eine kurze Pause von dem langen Weg und dieser Insel hier und wollte was in der Stadt machen. Ja, das war gelogen. Wir werden hier zwar zwischendurch eine Kleinigkeit in der Stadt machen, aber hauptsächlich bauen wir hier auf dieser Insel einen wunderschönen supidupi Birkenwald. Yay und yeah und willkommen zurück im Seahorse Empire, ihr lieben Menschen und Seepferdchen. Bitte ignoriert das. Damals, als Mojang uns hoch und heilig einen Birkenwald versprochen hat und dann kriegt er doch nicht. Ja genau, das waren deren Worte. Damals hätte ich schon mal so einen kleinen Birkenwald hier zum Trost gebaut, auf dem CCC 2. Und grundsätzlich werde ich mich hier an diesem Wald gut orientieren können, denke ich. Natürlich habe ich seitdem dazugelernt und so ein paar Sachen will ich auch einfach anders machen, als ich sie hier gemacht habe. Aber das hier, das ist halt eine gute Grundlage, ne? Dass ich heute diese ganze Insel zum Birkenwald mache, das ist absolut ausgeschlossen. Das ist einfach nicht zu schaffen. Aber das passt auch ganz gut. Ich will auf dieser Insel so ein paar verschiedene Birkenwaldbiome so ein bisschen ineinander übergehen lassen. Das dachte ich mir, ist ganz nett. Und heute widmen wir uns dem ersten hier auf der Flussseite. Das wird so der bodenständigste Birkenwald hier auf der Insel sein, sag ich mal. Aber naja, bevor ich jetzt hier dick wunderschöne Bäume pflanzen kann, sollte ich vielleicht doch nochmal das Gelände hier so ein bisschen anpassen. Also ziehe ich einfach erstmal so ein paar kleinere Steinhänge für ein bisschen Abwechslung in der Landschaft und den Rest vom Boden kritzel ich mal nur mit so ein paar Drahtgitter-Grasblöcken ein. Hier werden hinterher alle möglichen verschiedenen Blöcke sein, darum einfach mal so ein Drahtgitter, damit ich die Form kenne. Ich habe hier auch mal so ein paar Fackeln ein bisschen verteilt. Solange ich dran denke, kann man ja mal ein bisschen ausleuchten. Vielleicht spawnt dann hinterher ein bisschen weniger. Diese Blockmischung in dem Stein, die habe ich von dem Dorf da hinten übernommen. Also die Basis bei dem ganzen Teil ist tatsächlich Andesit und dann geht es runter bis nach Blackstone zur dunkelsten Stelle und zum, was ist das, Ton als hellste Stelle. Das ist dieselbe Insel, darum macht das absolut Sinn, dass das hier so dasselbe Gestein ist und so weiter. Ja, und jetzt kommt der schrecklichste Punkt in jedem Projekt. Ich muss Blöcke farmen. Und zwar Unmengen, also wirklich Unmengen. Ich werde Unmengen brauchen. Natürlich brauche ich jede Menge Laub für die Bäume. Und ein bisschen was habe ich. Also diese drei Schalkerboxen hier, das ist Mangrovenlaub. Ja, das Mangrovenlaub ist der kleinere Teil. Ich brauche auch jede Menge Azaleenlaub. Und zwar sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube so nicht ganz 8 Schalkerboxen. Naja, ich habe hier Moos dabei und Knochenmehl, also Knochenblöcke. Azaleen muss ich noch holen, fällt mir da gerade auf. Und ja, ich pflanze dann haufenweise Azaleen, um das Moos zu ernten. Die Wurzelerde, die dabei rumkommt, die nehme ich natürlich auch mit. Ich brauche auch wieder einiges an Wurzelerde. Das wird hier nicht reichen, aber dann kann ich ja in meine Wurzelerde-Tick-Nerv-Töter-Farm nochmal rein. Also so einige Stacks kriegt man hier gut zusammen. Dafür ist diese Farm ganz gut, aber ja, wenn ich das durch Schalker-Boxenweise brauche, dann mache ich mich, glaube ich, doch lieber auf die Suche nach einer Azalee und grab dann die ganze Wurzelerde da drunter weg. Und mache das Ganze natürlich mehrfach, weil ich brauche viel. Und ich hole auch noch ein bisschen Potzol ran, weil davon brauchen wir auch einiges. Natürlich brauchen wir für die Birken auch ein bisschen Birkenholz. Dafür stand ich mal in der Baumfarm so ein bisschen, habe was zusammengefarmt und außerdem hier noch ein bisschen Diorit zusammengekramt. Ja, jetzt ist noch die Sache meiner Ausrüstung hier. Ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Also ich will noch ein bisschen durchkommen, ohne das Zeug alles zu reparieren. Aber ich glaube, ich repariere es jetzt mal fix in der Wizard's Gillet Farm im Nether. Ja, und jetzt könnte man denn hier mal so ein bisschen loslegen, ne? Ich würde den Anfang hier einfach mal hier vorne in dieser Ecke machen. Ja, ich mache auch tatsächlich erstmal den Boden zu. Das ist eben Waldboden, also ich kann hier nicht einfach nur Gras verteilen, das wäre falsch. Das wird alles schön erdig und so. So wie Waldboden halt ist. Wir gehen den gleich nochmal genauer durch. Ich markiere mir hier übrigens, wo die Bäume sind, indem ich einfach hier und da mal einen Stamm platziere oder so.
Ich bin mal hier drüben in den Wald gegangen. Von hier aus haben wir einen ganz guten Blick eigentlich auf die Ecke, die ich gerade gemacht habe. Ja, wie schon gesagt, kaum Gras oder wenig Gras, zumindest direkt unter den Bäumen. Diese Ecke hier wird tatsächlich nicht ganz so dicht bewachsen sein. Also hier überall habe ich mal markiert, wo ich Bäume pflanzen will. Und unter diesen Bäumen eben, der wird eher dunkler, erdiger und so weiter. Ein bisschen grau ist auch immer mit drin. Das ist gerade bei so Waldboden eigentlich immer ganz schön, finde ich. Und ja, wo Gras ist, habe ich auch Moos mit reingemischt, einfach um ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und hier und da auch einfach so mal so Erdfäden, die sich hier quasi durch das Glas, durch das Gras schlängeln. Ja, jetzt würde ich hier noch ein paar Bäume hinpacken. Allerdings an dieser Stelle nicht nur Birken. Das wird ein Birkenwald, aber gerade hier der Übergang oder hier an dieser Seite, da hier würde ich noch so ein paar Eichen hinpacken. Das sind Bäume, wie sie in dem Wald stehen. Da werde ich hier einfach so den einen oder anderen noch reinmischen. Also ist es nicht so, dass es komplett Mischwald wird, aber ein bisschen Eichenzeug halt reingemischt, ne? Gut, ich setze mich da mal hin und baue hier ein paar schöne, fette, krasse Bäume und so. Da ist es, das erste Stück Wald. Das ist jetzt noch hier ein bisschen, wie soll ich sagen, lichter, also nicht ganz so dicht, der Wald hier, der wird in die Richtung dann auch dichter werden, aber hier wollte ich eben nicht ganz so viele Bäume auf einem Fleck, hier fängt der Wald an, so, das ist dann ein bisschen, ja, ein bisschen lichter halt, ne? Natürlich wird hier im Waldboden noch alles mögliche Gedöns hier gestrüppt und so auf den Boden kommen, das machen wir aber später. Was wir auch noch später machen, ist hier der Strand, brauchen wir nicht drüber reden, das sieht langweilig aus. Jetzt möchte ich aber hier gerne hinter diesem Waldstück noch so eine Kleinigkeit machen. Also da wird, wie gesagt, ein dichteres Waldstück kommen. Ich mache das hier in so ein paar, keine Ahnung, Klumpen, Flecken, Sammlung oder so den Wald. Und hier ist eine schöne Stelle. Hier würde ich gerne irgendwie, ich habe es hier schon mal ein bisschen freigelassen, so einen Weg hier lang gehen lassen. Hier vorne haben wir diese schöne Stelle, die so ein bisschen erhöht ist auf dem Fels oder so, so ein bisschen ja, auf den Fluss rausguckt und so weiter. Da lege ich jetzt erstmal kurz so einen einfachen Weg hin. Absolut nichts Aufregendes jetzt, aber ich möchte die Wege, die hier durch den Wald gehen, gerne ein bisschen dezenter halten. Und ja, hier hinter an diesen wunderschönen Punkt packe ich jetzt eine fette, kleine, süße Statue. Eine ziemlich alte, bisschen runtergekommene. Tatsächlich hat das Ding auch keinen Kopf, keine Ahnung, irgendwie hat hier kein Kopf gepasst. Und ich finde Statuen bauen sowieso tatsächlich immer ziemlich, ziemlich anstrengend. Also ist nicht meine Stärke, aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich hier rausgekriegt habe. Ich habe hier bei dieser Statue mit ein paar grauen Glasscheiben gearbeitet. Dadurch können wir die Mauerform hier so ein bisschen beeinflussen. Das macht es insgesamt, ja, formtechnisch ein bisschen schöner. Einfach, wenn man hier so hinguckt, dann fallen die auch nicht groß auf. Besonders, wenn was dahinter sein wird, der Wald oder so, ne? Dann wird man die nicht mehr groß sehen. Und wie gesagt, die hat keinen Kopf. Das ist übrigens eine besondere Statue, sag ich mal. Also, das ist nicht irgendein random Ding. Ich widme diese Statue Homer. Ich sage nicht, wofür. Das hat nichts damit zu tun, dass er ein Kanalmitglied ist. Ja, und dann würde ich auch einfach hier hinter mir noch so ein fettes Waldstück ziehen. Also wirklich Boden, Bäume, auch wieder das ganze Gedöns auf dem Boden, das Gestrüpp und so, das kommt alles hinterher. Aber eben so ähnlich wie hier, nur deutlich dichter und auch kein Mischwald mehr, sondern wirklich reines Birkenzeug. Und es ist ein größerer Bereich jetzt. Ich packe auch gleich so ein paar Wege noch mit rein. Dies gibt dann jetzt einfach mal schön entspannt einen ordentlichen Timelapse. Ich chill mich weg und baue das Teil. Das sind jetzt überhaupt nicht viele Bäume, die ich gerade gepflanzt habe oder so, ne? Und der ganze Boden natürlich auch, aber auch die Bäume. Hier hinten kommt nochmal eine Gruppe, die machen wir auch noch heute. Und ja, hier, wie gesagt, diese Wege, die gehen hier einfach so ein bisschen durch den Wald. Ich habe diese Wege hier genommen, um diesen Bereich hier so ein bisschen abzutrennen. Von oben dürfte man es ganz gut sehen.
Binau. Also da gibt es dann so ein Stück dichten Wald und so und Wege drumherum. An den Wegen machen wir auch noch ein bisschen was. Und wie gesagt, hier hinten die Gruppe und oh Gott, das Flussufer muss auch noch. Und unten hier überall noch was. Wir haben noch einiges hier im Wald zu tun heute. Aber ich möchte zwischendurch vielleicht mal eine andere Kleinigkeit in der Stadt machen. Eigentlich war heute ja der Plan, in der Stadt was zu machen. Stattdessen sind wir hier und wir machen nur eine Kleinigkeit in der Stadt, die aber auch ansteht. Da vorne, da ist das Rathaus, das ist vollständig ausgebaut. Ja, das ist nicht irgendwie überhaupt nicht komplett leer oder so. Naja, wir machen heute hier ein bisschen was rein. Und zwar hier, da setzen wir jetzt gleich ein paar kleine Gefängniszellen rein. Die Idee von diesem Turm hier ist sowieso, das ist so ein bisschen, ja, hier sind so ein paar Zellen, ne? Also ist kein richtiges Gefängnis, ein großes Gefängnis, falls ich eins will, baue ich nochmal woanders. Aber das sind so die Zellen, Ausnüchterungszellen und was weiß ich, wo sie die Leute hier halt zumindest vorübergehend mal einsperren. Und da werden wir natürlich auch wen einsperren, aber das machen wir dann, wenn wir das gebaut haben. Erstmal ein bisschen was bauen, ne? Also den Boden hier, den mache ich aus so einem Gemisch aus Tuffziegeln und dem polierten Tuff, hauptsächlich Tuffziegel, denke ich. Die Wände bzw. die Mauern hier werde ich im Wesentlichen ganz einfach aus Steinziegeln machen. Ich mische hier aber auch ein bisschen Mossi-Kabel mit rein. Mossi-Steinziegel, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen Tuff mit reinmischen. Ja, ich glaube, Tuff ist ganz gut da auch noch hier und da. Hier sind so diese kleinen Zellen schön in die Ecken reingebracht. Und ich würde den außen überall mal so Bruchsteinmauern geben, bzw. die auch damit trennen. Allerdings mische ich da dann noch ein bisschen hier Tuffsteinmauern und auch nochmal Mossi-Cobblestone-Mauern mit rein, damit wir hier auch nicht so langweiliges Cobblestone haben, sondern so ein bisschen Gemisch, wie hier auch an den massiven Außenmauern, ne? Also die Decke hier mache ich jetzt aus Fichtenholz, super einfallsreich, und ich nehme hier aber so Treppen. Die platziere ich dann so und hier auch nochmal so dann dran. Da haben wir so ein bisschen, keine Ahnung, Unebenheit in der Decke. Macht es einfach ein bisschen interessanter, ne? Ja, also so ein bisschen ausgeleuchtet ist das hier mit ein paar Laternen, aber die Zellen selbst sind teilweise noch ziemlich dunkel und das finde ich ganz schön so. Und ich mache die zu hier mit ein paar Eisengittern. Das sieht dann von hier ganz gut aus, und wie es von innen aussieht, ja, juckt mich nicht. Die Gefangenen hier, für die muss es nicht schön aussehen. Eine Sache möchte ich aber noch machen. Ich möchte hier so ein paar Teppiche reinschmeißen. Irgendwie einfach mal so und mal so. Das sind dann quasi so gammelige Betten oder so. Also irgendwas haben die zum Liegen, nur nichts Bequemes, ne? So, gebaut sind die Zellen hier jetzt. Ich will hier einen Gefangenen erstmal drin haben. Und ja, da hat sich Folgendes ergeben. Nobelius, mein Kanalmitglied, ist Stufe Megaseepferdchen. Und Megaseepferdchen kriegen hier einen Bewohner in der Welt quasi. Und er wollte gern ein Creeper sein. Ja, also darum baue ich das Gefängnis eigentlich, dass ich hier einen Creeper einsperren kann. Jetzt müssen wir hier einen Creeper reinbringen. Und ich denke, am besten machen wir das irgendwie von oben. Das hier sind tatsächlich Blöcke, ne? Ich denke, wir versuchen einfach mal irgendwie, ob wir hier nicht nachts einen Creeper gespawnt kriegen. Ich habe hier Brote. Außerdem habe ich hier auch Tränke der Unsichtbarkeit dabei. Und ich habe hier zwei Stacks Gerüstblöcke. Wenn ich mich damit jetzt einfach mal hochbaue und vielleicht ein paar überlasse, dann sollte ich auf einer guten Höhe sein. Dass das da unten gerade noch in Spawn-Reichweite ist, aber vielmehr auch nicht. Also diese ganzen großen Flächen hier und gerade die Höhlen unterirdisch und so, die sollten alle nicht mehr in Spawn-Reichweite sein. Das heißt, alles, was dann bei Nacht spawnt, sollte da unten spawnen, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Ja, also irgendwie der erste Mob, der da unten gespawnt ist, war ein Creeper scheinbar. Der sitzt gleich im Boot. Dann warte ich jetzt gar nicht mehr. Dann gehe ich gleich mal schlafen. Und dann müssen wir gucken, wie wir den Creeper, der da oben jetzt im Boot sitzt, unten reinkriegen. Gehe jetzt hier runter und mach bei, sagen wir, dieser Zelle hier das Dach nochmal auf und mach sie wieder zu. Der Creeper ist einigermaßen genau hier drüber. Nicht perfekt, aber ungefähr. Das heißt, eigentlich sollten wir hier ganz gut irgendwie sowas machen können. Einfach ein bisschen Erde hier drumrum. Ich platziere jetzt hier in die Ecken einfach Wasser und ich mache das Ganze hier ein Stückchen länger nach hinten, damit das Wasser besser in die richtige Richtung fließt. So, und jetzt sollte das hoffentlich von überall, wo es hinfallen kann, hier reingeschwemmt werden. Mit Boot, wenn ich oben aufmache. Ich werde bei der ganzen Aktion hier so einen Unsichtbarkeitstrank trinken. Der wird an mir vorbeifallen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass er dann Bumm macht. Und ich sollte meine Rüstung dann dabei auch ausziehen. Wenn er dann Bumm macht, tut er mir weh, aber gut.
Wow. Wow. Wow, echt? Der Block noch? So. Und er ist genau unten gelandet, wo er sollte. Perfekt, da mache ich hier wieder zu. So, hier stehen noch zwei Sachen aus. Wir müssen den benennen und das Boot kaputt machen. Ich mache mal Hitboxen an. So. Das kaputt. Ich weiß, ich bin unsichtbar. Ich bin trotzdem lieber übervorsichtig. Dann. Das benennen. Hallo. Oh Gott. Jetzt ist er da ganz hinten in die Ecke gegangen, ne? So, jetzt ist er benannt. Und hier jetzt schnell wieder zu. Jetzt ist er benannt. Da ist ein Nabolobus. Wir werden den Nametag niemals sehen, weil hier die Gitter dazwischen sind. Aber wenn die Gitter nicht dazwischen wären, würde der explodieren, wenn ich hier hingehe. Das will ich auch nicht. Gut. Nubeleus ist im Knast und ich bin unsichtbar. Ich brauche nicht in Third Person zu gehen. Da ist Nabolobus im Gefängnis. Nice. Ich muss denn da oben jetzt wieder zumachen und den ganzen Kram. Also ich muss das alles hier jetzt wieder zurückbauen. Das ist kein großes Problem. Aber dann haben wir Nubeleus, aka Nabolobus, im Gefängnis. Und das ist abgehakt. Yay. Bisschen Ableckung zwischendurch ist immer ganz nett, aber eigentlich geht es hier heute um den Birkenwald. Da machen wir jetzt weiter hier hinten. Kann auch ein Waldstück hin, das können wir auch gleich machen. Da gehe ich jetzt genauso vor wie bei dem letzten Waldstück. Also zuerst mal den Weg, da machen wir da einen schicken Boden hin und dann pflanzen wir ein paar fette Birken. Hier sind auch ein paar etwas größere Birken dabei, beziehungsweise schlanke und hohe. Ich dachte mir, das passt hier ganz gut, vor allem wenn das Stück hier so ein bisschen weiter hinten ist und man aus der Entfernung drauf guckt. Ein paar schöne, schlanke Birken, die ein bisschen über die anderen hinwegragen. Und weil ich gerade voll dabei bin und motiviert und so, kümmere ich mich gleich noch um das Flussufer hier an dem Wald. Da arbeite ich hauptsächlich mit Schlamm, also das wird schön schlammig und schwarz und so. Den Übergang zu dem Gras mache ich dann mit schlammigen Mangrovenwurzeln, tatsächlich ein bisschen Tropenholz, das hat dieses grün-braune drin. Und dann noch für den Übergang grüne Keramik und grünen Beton. Dabei kümmere ich mich übrigens so überhaupt nicht um die Stellen, die unter Wasser sind. Die ignoriere ich erstmal. Der Fluss hier hat sowieso nicht die Tiefe, die er haben müsste. Also das können wir ein anderes Mal machen. Erstmal geht es mir nur um den Bereich über Wasser. Und dann haben wir hier schon mal so weit Grobes geschafft. Ja, ich nenne es grob. Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit, wie es aussieht. Wir haben hier schon ein wunderschönes Waldstück mit Bäumen und Boden und Wegen. Und ich weiß gar nicht, was man alles dazu sagen soll. Also es sieht einfach wirklich ziemlich schön aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir bis jetzt haben. Aber ja, was wir bis jetzt haben, ist noch nicht alles. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, hier muss noch Gestrüpp und alles Mögliche rein. Hier sollen aber auch so ein paar Elemente rein, die einfach so ein bisschen Abwechslung hier in den Wald bringen. Zum Beispiel führen diese Wege hier gerade einfach ins Nichts. Darum kümmern wir uns doch einfach mal hier um diese Stelle als erstes. Ich zeig's mal in Freecam. Das ist einfach so ein Weg, der endet hier. Und hier ist doch vielleicht so eine Schneckensammelecke oder so ganz nett. Ich weiß nicht, ob die Schnecken essen oder was sie damit machen, aber irgendwas machen die damit. Und ich habe hier ein paar Schalkerboxen dabei. Da können wir dann jetzt erstmal vielleicht so ein paar Elternschnecken oder so hinmachen. Ich weiß nicht, Elternschnecken. So ein paar dicke, große, eklige Schnecken. Und das machen wir ganz einfach. Der Trick ist übrigens nicht von mir, dieses Design, aber es ist sehr schön. Stammt aus Hermitcraft. Und so haben wir hier eine Schnecke. Und mit ein bisschen Glowlighten können wir da noch so eine kleine Schleimspur machen. Ist eine lustige Schnecke. Sieht ein bisschen, weiß ich nicht, dumm aus oder so. Aber ich mag so. Und dieser Text, dieser Zoom-Text, der hier immer auftaucht, das ist gerade mit dem Mod-Update aufgetaucht. Ich muss mal gucken, ob ich den noch irgendwie rausgucke. Das nervt, dass er jedes Mal steht, dass ich zoome, wenn ich zoome. Ich weiß, dass ich zoome, wenn ich zoome. Und auch, dass ich nicht mehr zoome, wenn ich nicht mehr zoome. Keine Ahnung. Hier sind auch nochmal zwei Schnecken, die ich hingesetzt habe. Und dann könnten wir hier vielleicht noch mit so einem Komposter und ein paar Falltüren dran hier so einen Schneckenkorb oder so machen. Wir können hier auch mit ein paar Kartoffeln rangehen und so die ein bisschen füllen. Dann schnappe ich mir hier vielleicht noch ein paar. Au. Jetzt muss ich das Ding wieder auffüllen. Und dann schnappe ich mir hier vielleicht nochmal ein paar Rahmen und lege da Nautilus-Schalen rein. Ja, und mit Scheren können wir die unsichtbar machen. Wir können hier übrigens auch tatsächlich hier mit ein paar Rahmen auf den Boden lang gehen. Also würde ich hier machen. Das sind dann quasi die, ich weiß nicht, sind das Babyschnecken? Ja, das sind Babyschnecken oder so. Die werden dann eingesammelt und gegessen oder ich weiß es nicht genau. Das können hier ruhig ein paar sein, denke ich eigentlich. Verteile ich dann einfach mal so ein bisschen hier im Schlamm und schere die alle. So.
Dann gucke ich noch, dass die alle oder zumindest teilweise oder viele hier so ein bisschen zufällig gedreht sind und so. Einfach ein paar Mal draufklicken. Ja, und dann liegen hier auch so ein paar Muscheln am Strand rum. Dann würde ich hier vielleicht noch so eine kleine, ich nenne es mal Muscheltrocknungsstation oder so machen. Ich weiß nicht, ob man Muscheln, ich glaube nicht, dass man die wirklich trocknen würde, aber vielleicht machen die irgendwas mit den Gehäusen. Wer weiß. Dann mache ich hier drinnen einfach mal eine Ablage irgendwie aus Treppen. Das muss jetzt hier an dieser Stelle nicht besonders hübsch sein. Es wird auch, ich sag mal so, birkenmäßig einfarbig sein. Nicht birkenmäßig, tuffmäßig. Das ist hier, oh Gott, fichtenmäßig. Auch nicht tuffmäßig. Was ist los mit mir? Irgendwie, ja, so. Das Ganze kriegt dann hier noch so ein ziemlich einfaches Dach, würde ich sagen. Also einfach aus Stufen. Und für die Form finde ich es immer sehr schön, wenn wir hier so Falltüren benutzen. Das gibt dann einen nicht ganz so steilen Anstieg, ne? Einfach, simpel und fertig. Und hier auch hier packe ich nochmal ruhig so ein paar Nautilus-Schalen rein. Also quasi Muscheln, die hier, keine Ahnung, zum Trocknen liegen oder so. Ja, yeah, das hier habe ich nochmal ergänzt. Das rahmt hier so ein bisschen ein. Es ist vielleicht auch ganz nett, ne? Aber gut, dann haben wir hier in dieser Ecke doch schon mal ein bisschen was Schönes gemacht. So eine kleine Muschelsammelstelle. Die bringt einfach hier so ein bisschen so ein Element in diesen Wald rein. Mein Spiel leckt gerade. Ich bin mit Mods am Rumspielen und es fängt gerade an zu regnen. Und dann leckt mein Spiel scheinbar. Okay, ich muss irgendwas an meinen Mods wieder ändern. Egal, wir haben hier vorne noch so eine schöne Stelle. Und zwar hier. Ja, insgesamt hier so ein bisschen Platz. Hier oben ist was und der unten. Und da mache ich jetzt ganz, ganz simpel irgendwie so eine kleine Picknickstelle, irgendwie einfach so ein paar Decken. Hier und da vielleicht noch einen Sonnenschirm, sehr mittelalterlich, ich weiß, aber ein paar passt schon irgendwie. Lagerfeuer mache ich noch hin. Da wird dann gerade ein fettes Stück Fleisch gegart. Und oben noch irgendwie ein paar Bänke an diesem kleinen Aussichtspunkt oder so. Ja, und dann haben wir hier diese Ecke doch auch ein bisschen interessanter. Hier ist die benannte Feuerstelle und so hier einfach ein paar Picknickdecken. Der Sonnenschirm ist hier absolutes Designmeisterwerk und so. Ne? Ja, ich weiß, ich bin toll oder so. Und hier sind noch ein paar Bänke oder so. Hier. Für die Aussicht. Kleiner Manko hier ist, da vorne die Ecke mit der Savanne und so. Die ist nicht so gedacht, dass sie super toll aussehen wird. Aber ja, gut. Dann gucken die hier halt irgendwie auf die Hölle oder so, wenn sie hier sitzen. Was weiß ich. Nicht so wichtig. Ja, und jetzt könnten wir noch mehr hier im Wald machen. Also jede Menge schöne Details, Kleinigkeiten. Was weiß ich, ich brauche ein paar Sachen. Ich muss nochmal ein bisschen farmen gehen, denke ich. Das wird jetzt aber auch kein Riesenkrampf mehr oder so, ne? Was ich brauche, ist im Wesentlichen nochmal so ein paar verschiedene Laubsorten. Die sammle ich einfach. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen, aber ich denke, ich werde genug haben. Für die Bepflanzung brauche ich ein bisschen Grashalme. Die platziere ich lieber von Hand, anstatt einfach Bone Meal drauf zu spammen. Dann mache ich noch einen kleinen Ausflug in eine Lush Cave. Ich brauche ein paar Spore Blossoms. Und ich will auch ein bisschen was von dem blauen Nezel verwenden tatsächlich. Also mache ich da mal ein bisschen was. Und das Bone Meal ich auch, dass ich ein paar Nethersprossen kriege. Die blauen, die sind auch ein schönes kleines Element. Den Rest habe ich einfach nur aus dem Lager zusammengekramt. Gut, und jetzt machen wir uns mal daran, dass dieser Wald hier ein schönes Ding wird, ne? Also, naja, schön ist er schon, habe ich ja eben schon gesagt. Aber hier der Boden, der ist insgesamt noch ein bisschen langweilig. Diese Blume hier, die ist völlig fehl am Platz, die weg damit. Ich würde hier erstmal so ein paar, ja, ein bisschen größere Elemente reinbringen. Und das Erste, was mir da einfällt, sind so umgekippte Bäume. Die sind so ein bisschen vermodert, allerdings nicht zu krass, aber einfach umgekippte Bäume, die dann hier schon eine Weile liegen, auch mit ein paar bisschen vermoderten Ästen und der Boden drumherum wird auch ein bisschen dunkler und so weiter. Außerdem fülle ich den Wald auch gut mit einigen Büschen. Dickes, dichtes Dickicht oder wie man es nennen will. Einfach gerade an Stellen, wo man nicht lang geht. Und die geben dann immer schön einen Blick, wenn man die Wege lang geht und da diese fetten Büsche vor der Nase hat. Versperren einen ein bisschen den Blick, aber das ist hier dann auch so gewollt. Das sieht einfach viel dichter aus. Und diese Büsche hier drumherum packe ich einfach so ein bisschen Farn und Gras. Ein bisschen Spammy mache ich das drumherum. Auf dem inneren Bereich, also weiter innen, bodenmehle ich den ein bisschen. Das gibt so ein bisschen so einen Farbverlauf. Also hohes Gras und hoher Farn haben dunklere Stellen, ne? Darum wird es nach innen ein bisschen dunkler und nach außen heller. Das ist um diese Büsche hier, glaube ich, ziemlich gut. Bei diesen umgestürzten Bäumen hier ist überall ein bisschen Potsol.
Da können wir dann super duper herrlich ein paar Pilze verteilen. Dasselbe können wir übrigens auch bei den großen Bäumen machen. Und an diese Bäume können wir noch so fette Baumpilze machen. Und dann nehmen wir einfach mal den Baum hier vorne. Da können wir dann irgendwie sowas machen. Das Kupfer, das angelaufene Kupfer, finde ich, sieht hier hervorragend auch aus, auch als Baumpilz irgendwie. Auf solche Falltüren kann man vielleicht als Detail auch nochmal so eine Druckplatte draufsetzen. Und die sind oft auch so gefächert, solche Baumpilze, ne? Also solche dicken Baumpilze hier können wir auch hier an die dicken Stämme anbringen. Und dann suche ich mir hier noch so ein paar Stellen, wo irgendwie eine größere Grünfläche da ist. Mache hier so ein paar Blöcke weg. Nicht so viele, wirklich nur so ein kleines bisschen, sagen wir den noch. Und packe hier Vier-Nezel, also das blaue Nezel rein. Auch ein bisschen von dem blauen, was sind das, Sprossen heißen die, also das kleine blaue Nethergras. Dann können wir hier einen schönen Übergang machen mit Glowlighten. Dadurch fällt das schon mal nicht so auf, ne? Und dann haben wir hier noch die Kannenpflanzen. Die passen ganz oft nicht an ganz vielen Stellen. Ich glaube, hier passen sie, aber auch nur hier so vereinzelt. Vielleicht setzen wir hier noch eine hin. So. Also solche kleinen, dezenten, leicht bläulichen Stellen sind hier drin. Gut, und mit diesen ganzen Tricks müssen wir uns jetzt hier durch den Wald arbeiten einmal. Das wird wieder ein bisschen dauern, aber naja, ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Boah, ja, das war hier ein ziemlicher Haufen Arbeit, aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Und ich hoffe, euch hat der schöne kleine cinematische Timelapse hier zum Ende noch gefallen. Der Wald hier ist wirklich, wirklich, wirklich mega wunderschön geworden. Gerade dieses ganze dicke Dickicht und die umgefallenen Bäume hier. Ich liebe es. Ich bin sehr glücklich damit, was wir heute alles geschafft haben und gemacht haben. Als nächstes kommt dann erstmal eine Welttour. Das hier ist Folge 66 und nach jeder Schnapszahl mache ich gerne eine Welttour. Darum kommt jetzt erstmal wieder eine Welttour und dann gibt es auch einen neuen Weltdownload für Kanalmitglieder. Und danach werden wir, denke ich, mal wieder ein bisschen was in der Stadt machen. Heute haben wir nur ein bisschen was gemacht. Nächstes Mal machen wir ein bisschen was, aber ein bisschen mehr. Ein paar neue Häuser oder so kann die Stadt auf jeden Fall dringend vertragen. Irgendwann kommt sie auch in Sichtweite. Demnächst, bald, da rendert sie langsam rein. Da ist die Stadt. Ja, da habe ich einige nette Ideen. Gut, aber das ist was fürs nächste Mal. Bis dahin bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Ich habe hier krasse Renderbugs. Danke fürs Zusehen. Besonderer Dank geht natürlich an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Abo und Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.